EA Pro Productions liest Jules Verne. Die Reisen und Abenteuer des Kapitän Hatteras. Zweiter Band. Heute sechstes Kapitel. Der Porpoise. Der 24. März war der Tag jenes hohen Festes und des Palmsonntags, an dem die Straßen der Dörfer und Städte des südlicheren Europas mit Blumen und Blättern überstreut sind. Dann klingen die Glocken durch die Lüfte und die Atmosphäre füllt sich mit köstlichem Wohlgeruch. Welch trostloses Schweigen herrschte dagegen hier, in diesem verlassenen Lande. Ein scharfer, fast schmerzender Wind fegte darüber hin, aber kein abgefallenes Blatt, kein Grashelmchen wehte er daher. Und dennoch war dieser Sonntag ein Freudentag für unsere Reisenden, denn endlich hatten sie Ersatz für die ihnen entzogenen Hilfsmittel gefunden, deren Mangel so nah daran gewesen war, ihnen ein trauriges Ende zu bereiten. Sie verdoppelten ihre Schritte, die Hunde zogen kräftiger, freudig bellte Duke und bald erreichten sie das amerikanische Schiff. Der Porpoise war total in Schnee begraben. Man sah an ihm weder Masten noch Rahn oder Tauwerk. Sein ganzes Takelwerk hatte der Schiffbruch zerstört. Zwischen nicht sichtbaren Felsen lag der Rumpf desselben eingezwängt. Durch die Gewalt des Stoßes war das Fahrzeug auf die Seite gelegt und der geöffnete Schiffsraum versprach als Wohnung wenig Behaglichkeit. Hiervon überzeugten sich der Kapitän, der Doktor und Johnson bald, als sie nicht ohne Mühe in das Innere desselben gedrungen waren. Über 15 Fuß Eis waren wegzuschaffen, bevor sie zu den Vorratsräumen gelangten. Zur Freude aller sah man aber, dass die wilden Tiere, von denen sich zahlreiche Spuren fanden, nicht zu dem ihnen besonders wichtigen Proviant gelangt waren. »Wenn wir hier nur«, sagte Johnson, »Feuerung und Lebensmittel genug haben, als Wohnung scheint mir dieser Rumpf nicht besonders tauglich.« »Nun wohl, dann werden wir ein Eishaus bauen«, meinte Hatteras, »und uns auf diesem Lande so gut als möglich einrichten.« »Gewiss«, erwiderte der Doktor, »aber nur keine Überstürzung. Zur Not können wir vorläufig immerhin auf dem Schiffe wohnen. Unterdessen errichten wir ein solides Haus, das uns gegen den Frost und den Angriff wilder Tiere schützt. Ich werde den Architekten abgeben, und Sie sollten mich hier bald bei der Arbeit sehen.« »Ich bezweifle gar nicht Ihr Geschick dazu, Herr Clawbonny«, sagte Johnson. »Doch für jetzt richten wir uns hier nach besten Kräften ein und könnten eine Umschau halten über das, was noch in dem Schiffe da ist. Leider sehe ich weder ein kleineres noch ein größeres Boot, und diese Reste sind in zu schlechtem Zustande, um daraus ein kleines Fahrzeug zu bauen.« »Wer weiß«, entgegnete der Doktor, »kommt Zeit, kommt Rat. Jetzt handelt es sich aber nicht darum, zum Schiffe zu gehen, sondern eine dauernde Wohnung zu beschaffen. Ich schlage also vor, vorläufig alle anderen Projekte fallen zu lassen und jedes Ding zu seiner Zeit zu tun.« »Weise gesprochen«, bestätigte Hatteras. »Lasst uns mit dem Nötigsten anfangen.« Die drei Gefährten verließen also das Schiff, gingen zum Schlitten und teilten Bell und dem Amerikaner ihre Absichten mit. Bell war gleich bereit, ans Werk zu gehen. Der Amerikaner schüttelte den Kopf, als er hörte, dass mit seinem Schiffe nichts anzufangen sei. Da aber weitere Auseinandersetzungen darüber jetzt doch fruchtlos gewesen wären, hielt man sich darin, vorläufig ein Obdach im Porpoise zu suchen und an der Küste eine geräumige Wohnung zu errichten. Um 4 Uhr nachmittags waren die 5 Reisenden wohl oder übel im Zwischendeck untergebracht. Mittels Sparren und Bruchstücken von Masten hat Bell einen nahezu waagrechten Fußboden hergestellt. Die durch den Frost erhärteten Lagerteile wurden hineingeschafft. Die Wärme eines Ofens versetzte sie bald wieder in brauchbaren Zustand. Altermann konnte sich, gestützt auf den Doktor, ohne zu große Mühe nach der ihm reservierten Ecke begeben. Als er den Fuß wieder in das eigene Schiff setzte, ließ er einen Laut der Befriedigung vernehmen, der dem Rüstmeister nicht das beste Anzeichen zu sein schien. »Er fühlt sich zu Hause«, sprach der alte Seemann zu sich, »und es sieht nicht aus, als ob er uns einlüde.« Den Rest des Tages widmete man der Ruhe. Einzelne Windstöße aus Westen deuteten auf einen Umschlag der Witterung. Das Thermometer zeigte im Freien 26 Grad Fahrenheit, minus 32 Grad Celsius. In Summe befand sich der Porpoise über dem Kältepol hinaus und unter einer zwar nördlicheren, aber verhältnismäßig minder eisigen Breite.
Man schloss den Tag mit einer Mahlzeit aus Bärenfleisch nebst Zwieback, das sich im unteren Schiffsraume vorfand, und einigen Tassen Tee. Dann siegte aber die Ermüdung und alle verfielen in tiefen Schlaf. Am anderen Morgen erwachten alle Schicksalsgenossen erst etwas spät. Ihre Gedanken waren in ganz andere Richtungen beschäftigt. Frei von der quälenden Sorge um den anderen Tag, dachten sie nur daran, sich recht wohnlich einzurichten. Diese Schiffbrüchigen fühlten sich fast wie Kolonisten, die an ihrem Ziele angelangt sind und die Leiden der langen Reise vergessen, nur die Zukunft sich erträglich zu gestalten suchen. »Ah«, rief der Doktor, die Arme ausstreckend, »was ist es doch für ein Genuss, nicht fragen zu müssen, wo man den Abend schlafen und was man den anderen Tag essen werde?« »Wir wollen nur erst das Inventar aufnehmen«, sagte Johnson. Der Pourboise war für eine sehr lange Fahrt ausgerüstet und mit Lebensmitteln versehen. Die Inventur ergab an Provisionen Folgendes: 6.150 Pfund Mehl, Fett und Rosinen zu Puddings, 2.000 Pfund eingesalzenes Rind- und Schweinefleisch, 1.500 Pfund Pemmikan, 700 Pfund Zucker und ebenso viel Schokolade, 1,5 Kisten Tee, welche 96 Pfund wogen, 500 Pfund Reis, mehrere Fässer mit konservierten Früchten und Gemüsen, Zitronensaft, Löffelkraut, Sauerampfer und Kresse im Überfluss, 300 Gallonen Rum und Branntwein. In der Pulverkammer fanden sich große Vorräte an Pulver, Kugeln und Blei. Holz und Kohlen waren in sehr großer Menge da. Der Doktor musterte sorgfältig die physikalischen und navigatorischen Instrumente und fand zu seiner besonderen Freude eine starke bunsensche Batterie, die zum Zwecke elektrischer Versuche mitgenommen worden war. Kurz, die Vorräte aller Art reichten für 5 Menschen, bei reichlichen Rationen, gewiss über 2 Jahre lang, so dass alle Furcht vor Hunger oder Frost umzukommen verschwand. »Nun wäre ja unsere Existenz gesichert«, sagte der Doktor zum Kapitän, »und es hindert uns nichts mehr, bis zum Pole vorzudringen.« »Bis zum Nordpole«, erwiderte Hatteras freudig erregt. »Ohne Zweifel«, fügte der Doktor hinzu, »was sollte uns hindern, während der Sommermonate dahin eine Expedition zu Lande zu unternehmen?« »Über das Land ja, aber wie über das Meer?« »Lässt sich nicht aus Teilen des Pompoirs ein Boot erbauen?« »Eine amerikanische Schaluppe, nicht wahr?« erwiderte Hatteras geringschätzig und von jedem Amerikaner befehligt. Der Doktor durchschaute den Grund der Ablehnung des Kapitäns und hielt es nicht für geraten, diese Frage jetzt weiter zu erörtern. Er ging also auf ein anderes Thema über. »Jetzt, da wir wissen, welche Vorräte uns zur Hand sind«, sagte er, »würden wir an die Errichtung eines Magazins für diese und einer Wohnung für uns denken müssen. An Material dazu fehlt's uns ja nicht, und wir können uns ganz behaglich einrichten. Ich hoffe, Bell«, schloss er zum Zimmermann gewendet, »dass Sie sich dabei selbst übertreffen werden. Übrigens würde ich Ihnen mit gutem Rat gern zur Hand gehen.« »Ich bin bereit, Herr Glauberny«, erwiderte Bell, »aus den Eisblöcken hier baue ich zur Not eine ganze Stadt mit Häusern und Straßen.« »Nun, nun, so viel brauchen wir nicht. Nehmen wir uns die Agenten der Hudson Bay Company zum Muster. Diese bauen sich kleine Forts zum Schutze gegen wilde Tiere und Indianer. Das ist doch alles, was wir bedürfen. Verschanzen wir uns so gut als möglich. Auf einer Seite steht die Wohnung, auf der anderen die Magazine, geschützt durch einen Mittelwall und 2 Bastionen. Ich werde versuchen, hierzu meine ganzen Kenntnisse der Lagerkunst aufzufrischen.« »Meiner treuer Glauberny, das weiß ich voraus, dass wir unter Ihrer Leitung etwas Rechtes zustande bringen.« »Nun wohl an, Freunde, so wollen wir denn zunächst die Örtlichkeit dazu auswählen. Ein guter Ingenieur muss vor allem sein Terrain kennen. Kommen Sie mit, Hatteras?« »Ich verlasse mich ganz auf Sie, Doktor«, erwiderte der Kapitän. »Wählen Sie aus, während ich einmal die Küste besichtigen werde.« Da alter Mann noch zu schwach war, um sich an irgendeinem Vorhaben beteiligen zu können, wurde er auf dem Schiffe zurückgelassen, während die 4 Engländer ans Land gingen. Das Wetter war stürmisch und dunstig. Zu Mittag zeigte das Thermometer 11 Grad Fahrenheit unter Null, minus 24 Grad Celsius, aber bei Windstille war die Temperatur ganz erträglich. Nach der Uferbildung zu urteilen, musste sich nach Westen hin, über Seeweite hinaus, ein jetzt freilich ganz erstarrtes Meer ausbreiten. Nach Osten war es von einer abgerundeten Küste begrenzt, die, von tiefen Buchten zerrissen, sich 200 Yards hoch steil auftürmte.
bildete demnach eine ungeheure Bay, die von den Felsen umschlossen war, an denen auch der Papuas scheiterte. Weiter landeinwärts erhob sich ein Berg, dessen Höhe der Doktor auf 1800 Fuß schätzte. Gegen Norden verlief ein Vorgebirge im Meere, das einen beträchtlichen Teil der Bay zu decken schien. Aus der Eisfläche erhob sich auch eine kleinere Insel, oder besser ein Inselchen, etwa 3 Meilen von der Küste entfernt, welches, wenn es nicht zu schwierig war, den Eingang zu dieser Rede zu gewinnen, wohl einen sicheren und geschützten Ankergrund bieten musste. In einer Einbuchtung des Ufers befand sich sogar noch ein kleiner, für Fahrzeuge scheinbar leicht zugänglicher Hafen, vorausgesetzt, dass die Sommerwärme überhaupt jemals diesen Teil des arktischen Meeres schiffbar zu machen vermochte. Nach den Angaben Belchers und Pennys musste aber dieses ganze Meer während der Sommermonate frei sein. Dicht an der Küste entdeckte der Doktor eine Art kreisrunden Plateaus von etwa 200 Fuß Durchmesser. Es beherrschte die Bay auf 3 Seiten. Die vierte war durch eine natürliche senkrechte Mauer von 120 Fuß Höhe abgeschlossen. Nur durch Einhauen von Stufen in das Eis war jenes zu ersteigen. Dieser Punkt schien vorzüglich geeignet, dort einen dauerhaften Bau aufzuführen, da es sich auch leicht befestigen ließ. Die erste Hand dazu hatte hier schon die Natur angelegt, und es galt nur, das Gebotene auszunützen. Der Doktor, Bell und Johnson erstiegen die kleine Höhe, mussten sich aber mit der Axt den Weg durch und über das Eis zuhauen. Sie fanden dieselbe völlig eben. Als der Doktor sich von der Vortrefflichkeit des Ortes überzeugt hatte, beschloss er, die etwa 10 Fuß dicke Lage gefrorenen Schnees, welche ihn überdeckte, davon abzuräumen, denn für die Wohnung und die Magazine bedurfte es eines solideren Baugrundes. Während des Montags, Dienstags und Mittwochs wurde nun eifrig daran gearbeitet. Endlich kam der Urboden zutage, der aus feinkörnigem Granit bestand, dessen Kanten eine Glasschärfe aufwiesen. Er enthielt ferner Granaten und Feldspatkristalle eingeschlossen, die unter der Hacke Funken gaben. Der Doktor bestimmte nun die Größe und den Plan des Eishauses. Es sollte 40 Fuß lang, 20 tief und 10 hoch werden. 3 Abteilungen desselben bildeten ein Wohnzimmer, einen Schlafraum und eine Küche, von deren ersteres in der Mitte, der zweite zur rechten und die letzte zur linken gelegen war. Mehr Räumlichkeiten brauchten sie ja nicht. 5 Tage lang wurden die Arbeiten fortgesetzt. Das nötige Baumaterial fehlte ja nicht. Die Eismauern mussten aber auch dick genug werden, um eintretenden Tauwetter zu widerstehen, denn auch für die Sommerzeit dürfte man nicht wohl ohne sicheres Obdach sein. Je mehr das Gebäude aufwuchs, ein desto netteres Aussehen gewann es. In der Front hatte es 4 Fensteröffnungen, 2 für das Wohnzimmer und je eine für die anderen Räume. Als Scheiben dienten, so wie es bei den Eskimo-Sitte ist, besonders klare Eisschollen, durch welche, wie durch mattes Glas, genügend Licht eindrang. Vor dem Wohnzimmer und zwischen seinen 2 Fenstern befand sich ein verdeckter Gang, von dem aus man in das Haus gelangte. Eine gute Türe, die man aus der Kabine des Papuas entnahm, verschloss diese vollkommen. Als das Gebäude fertig war, freute sich der Doktor selbst darüber. Schwierig würde es freilich gewesen sein zu sagen, welchem Baustil es angehörte, obgleich der Architekt desselben seine Vorliebe für die in England so verbreitete sächsische Gotik aussprach. Hier handelt es sich aber vor allem um die Dauerhaftigkeit des Baus. Der Doktor begnügte sich also, die Fassade mit starken Strebepfeilern, gleich den kurzen, dicken römischen Pfeilern, zu begleiten. Oben lehnte er ein steiles Dach an die Granitwand. Diese diente auch für die Rohre, welche den Ofenrauch ableiten sollten, als Stütze. Als so der Rohbau vollendet war, ging man an die innere Ausstattung. Die Lagerstätten wurden aus dem Papuas in den dafür bestimmten Raum rund um einen großen Ofen angebracht. Bänke, Stühle, Fauteuils, Tische, Schränke wurden in das Wohnzimmer gebracht, das auch als Speisezimmer diente. Endlich erhielt die Küche ihre Feuerungseinrichtungen aus dem Fahrzeuge, nebst ihren verschiedenen Gerätschaften. Auf dem Boden ausgebreitete Segel vertraten die Stelle der Teppiche und dienten auch als Portieren vor den inneren Türöffnungen, die eines anderen Verschlusses entbehrten. Durchschnittlich hatten die Wände eine Stärke von 5 Fuß, so dass die Fensteröffnungen allerdings mehr wie Kanonenluken aussahen. Alles dies war von größter Dauerhaftigkeit. Was konnte man mehr verlangen?
Und wenn man gar immer auf den Doktor gehört hätte, was hätte der nicht alles aus Eis und Schnee, die auf jede Art und Weise so verwendbar sind, gebaut? Den ganzen Tag ersann er 1000 herrliche Projekte. Und wenn es ihm auch gar nicht einfiel, diese auszuführen, so würzte er doch die allgemeine Arbeit durch seine geistreichen Einfälle. Ein Bücherliebhaber wie er war, hatte er auch Kraft so seltenes Werk mit dem Titel »Genaue Beschreibung des zu Petersburg im Jahre 1740 errichteten Eishauses und aller darin befindlichen Gegenstände« gelesen. Die Erinnerung daran reizte seinen erfindungsreichen Geist nur noch mehr. Eines Abends erzählte er selbst seinen Gefährten die Wunder dieses Eisbaues. »Was man in Petersburg gemacht hat, sollten wir das nicht hier auch können? Was fehlt uns dazu? Nichts, nicht einmal die nötige Fantasie.« »Das war dort wohl sehr schön«, fragte Johnson. »Das war feenhaft, guter Freund. Das Gebäude, welches auf Befehl der Kaiserin Anna errichtet wurde und in welchem sie im Jahre 1740 die Hochzeit eines ihrer Hofnarren feiern ließ, hatte ungefähr die Größe des unsrigen. Vor seiner Front aber lagen 6 Kanonen aus Eis auf ihren Lafetten. Mehrmals schoss man mit Kugeln und auch nur mit Pulver daraus, ohne dass diese zersprangen. Desgleichen waren Mörser für 60-pfündige Geschosse ebenso hergestellt. Wir könnten uns also zur Not eine ganz formidable Artillerie einrichten. Die Bronze für die Läufe ist nicht weit und fällt uns vom Himmel.« Ihren höchsten Triumph aber feierten Geschmack und Kunst an der Stirnwand des Gebäudes, wo Eisstatuen von seltener Schönheit angebracht waren. Der Aufgang bot den Blicken Blumenvasen und Orangenbäume aus demselben Material. Zur Rechten befand sich ein großer Elefant, der tagsüber einen Wasserstrahl von sich gab, in der Nacht aber mittels brennender Naphtha leuchtete. Ei, was könnten wir uns für eine Menagerie herstellen, wenn wir nur wollten? »Nun, was Tiere betrifft«, warf Johnson ein, »so würden uns diese nicht fehlen, und wenn sie auch nicht aus Eis sind, so dürften sie doch nicht minder interessant sein.« »Schön«, erwiderte der kriegsmutige Doktor, »wir werden uns gegen ihre Angriffe zu verteidigen wissen. Um aber auf besagtes Haus in Petersburg zurückzukommen, so will ich noch hinzufügen, dass darin Tische, Toiletten, Spiegel, Armleuchter, Kerzen, Betten, Matratzen, Kopfkissen, Vorhänge, Uhren, Stühle, Spielkarten, Schränke mit vollständigem Geschirr und so weiter, alles aus Eis, ziseliert, gilochiert, vom Bildhauer gearbeitet, kurz ein Mobiliar war, an dem absolut nichts fehlte.« »Das war ja ein leibhaftiger Palast«, sagte Bell. »Ein ebenso prächtiger als einer Herrscherin würdiger Palast. Oh, das Eis! Wie war die Vorsehung weise, das zu erfinden, was zu solchen Wundern ebenso geeignet wie wohltätig für Schiffbrüchige ist?« Die Ausstattung des Hauses nahm die Zeit bis zum 31. März in Anspruch. Auf diesen Tag fiel das Osterfest, und so ward er der Ruhe gewidmet. Man verbrachte ihn ganz im Salon, in dem auch ein Gottesdienst abgehalten wurde, und alle hatten Gelegenheit, sich von der schönen Einrichtung des Eishauses zu überzeugen. Am anderen Tage ging man an die Errichtung der Magazine und einer Pulverkammer. Das erforderte wieder eine Woche Arbeit, eingerechnet der für die vollständige Ausladung des Pourpoirs nötigen Zeit, welche nicht ganz ohne Schwierigkeiten war, denn die wieder strengere Kälte ließ nicht lange dabei ausdauern. Endlich, am 8. April, waren Brennmaterial, Provision und Munition auf festem Lande unter Dach und Fach. Die Magazine lagen nördlich, das Pulverhäuschen südlich, mindestens 60 Fuß vom Hause entfernt. Neben den Magazinen wurde noch eine kleine Hütte erbaut, bestimmt die krönenden Hunde zu beherbergen. Der Doktor beehrte diese mit dem Namen Doggenpalast. Duke teilte die allgemeine Wohnung. Darauf beschäftigte sich der Doktor mit der Wehrbarmachung des Platzes. Unter seiner Leitung wurde die kleine Hochebene mit einer wahren Fortifikation aus Eis umgürtet, die sie vor jedem Überfall sicherte. Ihre Höhe bildete eine natürliche Böschung, und da diese weder vor- noch einspringende Winkel bildete, war sie nach allen Richtungen hin gleich stark. Als der Doktor diese Art der Verteidigung entwarf, erinnerte er unwillkürlich an den würdigen Onkel Tobias Sternes, dessen milde Güte und gleichmäßig gute Laune er auch besaß. Man musste ihn sehen, wie er den Abhang der inneren Böschung, die Neigungswinkel der Welle und die Breite des Laufweges darin berechnete.
aber mit dem so gefälligen Schnee machte sich die Arbeit so leicht, dass sie ein reines Vergnügen war, und der liebenswürdige Ingenieur vermochte seinen Eismauern eine Dicke von 7 Fuß zu geben. Da das Plateau die Bay beherrschte, brauchte er weder Gegenwall noch äußere Böschung noch Glacis anzulegen. Die Brüstung aus Schnee, welche den Umfangslinien des Plateaus folgte, lief bis an die Felsen und schloss sich an die 2 Seiten des Hauses an. Am 15. April waren die Lagerbauten vollendet, das Fort war nun fertig und der Doktor nicht wenig stolz auf sein Werk. Der befestigte kleine Platz hätte in der Tat geraume Zeit den Angriffen eines Eskimo-Stammes widerstehen können, wenn solche Feinde sich überhaupt je in so hohen Breiten gezeigt hätten. Die Küste aber zeigte gar nichts von menschlichen Spuren. Auch Hatteras sah, als er die Küste aufnahm, niemals Reste von Hütten, wie sie in Gegenden, in welche noch Grönländer kommen, so häufig sind. Die Schiffbrüchigen vom Forward und dem Papouas schienen die ersten Menschen zu sein, die diesen jungfräulichen Boden betraten. Wenn aber auch von Menschen nichts zu fürchten war, so blieb das doch zweifelhaft bezüglich der Tiere, und das Fort hatte eben vorzüglich den Zweck, die wenigen Insassen gegen deren Angriffe zu schützen.